Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticle.de. Es ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Communio.de Spieltag-Rückblicks für euch. Kommen wir wie immer zuerst zu unseren Tipps der Woche. Angefangen mit Max Christiansen von Ingolstadt. 640.000 sein Marktwert, hat groß gegen die Stuttgarter als Spielgestalter sehr, sehr gut ersetzen können. Scheint in der Mannschaft angekommen zu sein, sodass er sich einen Stammplatz erspielt hat. Und ja, hatte die meisten Ballkontakte, Torschussvorlagen und konnte sogar ein Tor vorbereiten durch einen seiner Freistöße. Interessantes Talent für einen sehr niedrigen Marktwert. Tolga Zijeci von der Hertha BSC aus Berlin, 1,17 Millionen, ist sein Marktwert. Gegen die Schalke hat er sich 8 Punkte verdient, sehr, sehr stark. War das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive mit einer starken Passquote, leitet er viele gute Konter ein und konnte auch selber öfter zum Abschluss kommen, hätte beinahe noch 2 Tore machen können, aber einmal ging der Ball in die Latte und einmal hat der Fährmann gut gehalten. Zijeci hängte sich auf jeden Fall rein, viel gelaufen, hatte die meisten Zweikämpfe. Für eine knappe Million ist er sicher eine sehr, sehr gute Investition. Und zuletzt noch Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim. So, er ist ein bisschen teurer, 3,48 Millionen am Marktwert gegen Stuttgart. Hat er schon ein Tor gemacht, 7 Punkte erzielt und jetzt gegen Wolfsburg das entscheidende 1:0 gemacht. Die Leihgabe aus Leicester City startete als Stürmer und schoss schon in der 3. Minute das 1:0. Kramaric weicht auch mal auf den Flügel aus, lässt sich zurück ins Mittelfeld fallen, sodass das Hoffenheimer Spiel so ein bisschen flexibler wird. Holte zudem einen Strafstoß raus, den Vorland dann allerdings verschossen hatte. Ja, wenn Hoffenheim den Aufwind jetzt mitnehmen kann, dann ist er sicher eine sehr gute Investition und kann weiter durch Leichtigkeit so, und Leistung bestechen. Hoffen wir zumindest. Kommen wir nun zu den Kandidaten der Kategorie Finger weg. Haben wir zuerst einmal Leroy Sané von Schalke 04. 6,1 Millionen sein Marktwert, sehr, sehr teuer. Und entsprechend seines Marktwerts stimmt eben auch zurzeit die Punkteausbeute mal so überhaupt nicht. In den letzten 6 Spielen gerade mal 6 Punkte. Gegen die Hertha war Schalke zwar klar unterlegen, aber Breitenreiter hat wohl Schöpf für das Schalker Spiel entdeckt und scheint ein ernsthafter Konkurrent dann für Sané zu werden, da diesen derzeit so ein bisschen die Leichtigkeit in den letzten Spielen fehlt. Kam er erst in der 68. Minute jetzt hier rein, sorgte für seine Dribblings, er hat mit seinen Dribblings auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt, aber produktiv war die Sache nicht unbedingt und er hat zu oft den Ball verloren. Deswegen sagen wir, ihr solltet ihn wieder verkaufen, auch wenn er am Ende immerhin 2 Torchancen kreiert hat, was vermutlich die Minuspunkte an der Stelle verhindert hat. Der nächste Spieler, den er loswerden soll, ist Timi Yedvay von Bayern 04 Leverkusen. Wir hatten den schon mal vor ein paar Wochen, 1,99 Millionen sein Marktwert. Und ja, diesen Spiel hat er ganze minus 5 Punkte erwirtschaftet. In den letzten 4 Partien insgesamt minus 9 Punkte. Dumme gelb-rote Karte gegen den HSV. Sein Marktwert ist viel zu hoch für die Leistung, die er derzeit bringt. Und kein Communio-Manager findet derzeit Freude an Timi Yedvay. Weg damit. Kevin Großkreuz. 2,55 Millionen sein Marktwert vom VfB Stuttgart. Ja, Kevin hat einen Muskelbündelriss erlitten im Oberschenkel und wird ca. 6 bis 8 Wochen fehlen. Da nur noch 8 Spieltage sind, empfiehlt sich dringlichst, ihn abzugeben und jemanden zu holen, der Punkte. Denn die Saison für Kevin Großkreuz ist damit beendet. Kommen wir noch zur Kategorie, wer kommt für wen? Timi Yedvay gelb-rot gesperrt raus. Dafür wird wahrscheinlich Benjamin Henrichs kommen. Nikola Müller, 5. gelbe Karte. Für ihn kommt entweder Gregoritsch oder eben Drimmitsch. Benjamin Hübner, 5. gelbe Karte, ebenfalls raus. Dafür eventuell Brejeri. Paul Verhaag könnte zurückkehren. Kai Sara, 5. gelbe Karte raus. Dafür Rita eventuell rein. Und die eventuelle Rückkehr hier von Alex Meyer gegen Hannover 96 sollte auch noch erwähnt sein. Bei den heißen Eisen haben wir einmal Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96. Alles oder nichts Spiel für Hannover. Und wenn sie das auch noch verlieren, dann ist das Ticket für die zweite Liga schon so gut wie gebucht. Für Frankfurt ist auch allerhöchste Eisenbahn, hier sich wichtige Punkte zu sichern. Und das wird sicherlich ein richtig hart umkämpftes Samstagabendspiel.
Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach, Platz 4 gegen Platz 5. Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Wenn Gladbach gewinnt, haben sie 4 Punkte Abstand auf Schalke. Schalke sollte definitiv nicht verlieren, da Mainz und Bayer 04 Leverkusen mit kleinem Abstand hinter ihnen lauern. Und die letzte Partie HSV gegen Hoffenheim. Beide Teams zurzeit gleich stark, denken wir. Hoffenheim will aus dem Keller raus und der HSV will definitiv vom Keller wegbleiben. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Matchup. Die Top 3 Spieler der Woche sind Thiago mit 20 Punkten, Thomas Müller mit 16 Punkten und Bittencourt mit 14 Punkten. Und die schlechtesten drei Spieler waren einmal Radetzky mit minus 8 Punkten, Garcia mit minus 6 und Klavan auch mit minus 6 Punkten. Und da kommen wir auch schon zu meinem Team in dieser Woche wieder. Wir gucken uns natürlich zuerst einmal wieder den Spielstand an, beziehungsweise die Punkte, die wir am letzten Spieltag gemacht haben. Und diesmal war es, ja, mäßig erfolgreich, was die Punkte angeht, aber im Vergleich zu den anderen doch ganz gut. Wir sind wieder auf Rang 2 gelandet mit 24 Punkten, Alexander mit 47 auf Rang 1, hier ziemlich deutlich. Mike mit 22 auf 3, mein Bruder mit 21, ein bisschen weiter hinten, der Flo mit 20 Punkten auf 5, Chrissy mit 14 und zuletzt Jan. Mit 8 Punkten, 350.000 derzeit auf dem Markt, auf dem Konto und ja, Marktwert 44 Millionen Schnitt hier, ist schwer, 340.000, man könnte natürlich investieren, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Boateng zum Beispiel ist ja jetzt langsam aber sicher wieder fit, der kommt jetzt eben demnächst hoffentlich wieder zurück, hat wieder sein Lauftraining begonnen, da können wir also ein bisschen optimistisch sein. Ansonsten weiß ich nicht. Reus behalten wir auf jeden Fall auch. Der ist sogar im Marktwert noch gestiegen. Und wir schauen mal einfach ein bisschen, wie das da so weitergeht. Ansonsten nicht viele Veränderungen in dieser Woche. Keine neuen Transfers. Und im Gesamtspielstand wirkt sich das wie folgt aus. Wir sind auf Rang 4. Einen Punkt hinter Rang 3 hinter dem Mike. Ich hoffe, den haben wir in Zukunft noch einholen wieder. Und ja, Rang 2 eventuell auch noch in Reichweite so ein bisschen. Der Alex. Rang 1 wird sehr, sehr schwer. Zum Abschluss hoffe ich natürlich wieder, dass das Video euch gefallen hat. Würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr selber Communio spielen wollt, www.communio.de, eure Adresse, Link dazu in der Beschreibung, natürlich kostenlos. Falls ihr Lust zu habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTastical HD.